Freunde des gepflegten amateur von Karsis. Willkommen mal wieder bei mir in meinem kleinen YouTube Channel. Ja. Worum geht's heute? Nun, seit einer ganzen Weile überrollt uns eigentlich eine Technologie, die meisten modernen Transceiver basieren nur noch auf dieser Technologie. Das heißt, hier wird ganz klar der Schritt gemacht von der analogen Empfangstechnik hin zur digitalen. Und zwar geht es hier um SDR und die SDR-Technik. Und ja, heute geht es um SDR, SDR und SDR. Was soll das denn? Nun ganz einfach, die Systeme unterscheiden sich nicht unwesentlich von der Technologie, aber auch vom Aufbau für uns als Amateurfunker. Und da würde ich gerne heute mal drüber reden. Wer sagt, mich interessiert das nicht, das Ding muss nur funken, der kann jetzt ruhig abschalten. Aber für die Leute, die vielleicht ein bisschen unter die Haube gucken wollen, da ist das jetzt hier, glaube ich, genau das Richtige. Ja, und hier auch mal wieder einer meiner üblen Präsentationen. Und zwar gucken wir uns doch erstmal an, um zu verstehen, was denn so anders ist an einem SDR, gucken wir uns doch mal erstmal an, wie ein normaler analoger SSB-Empfänger funktioniert. Ich. Simplifiziere das hier massiv, weil es geht ja hier nicht darum, im absoluten Detail das Ding zu erklären, sondern nur grundlegend zu verstehen, wie es funktioniert. Gut, wir haben also erstmal unsere Antenne, da kriegen wir unser Signal vor. Das selektieren wir dann als erstes mal grundlegend in den Bandpassfilter, verstärken das natürlich und packen es dann in einen Mischer, wo wir es auf eine für uns angenehmere Frequenz zum Filtern heruntermischen. Das filtern wir dann in einem festen Filter. Das ist der Witz bei der ganzen Geschichte. Und da haben wir auch nochmal eine kleine Verstärkung drin. Das machen wir dann nochmal, daher der Ausdruck auch doppelsuper. Und auch hier wird wieder gefiltert und verstärkt. Mir ist klar, einer dieser Oszillatoren sollte normalerweise ein VFO sein, aber. Ich versuche es hier simpel zu halten. Dann bei einem SSB geht das nochmal in einen Mischer hier rein. Hierbei wird der, den wir beim Sender herausgefilterte Träger über den BFO nochmal dem Signal hinzugefügt, damit wir es vernünftig demodulieren können und dann unser Audiosignal herausbekommen. Man muss sich darüber im Klaren sein, hinter jedem dieser Blöcke ist eine mehr oder minder aufw aufwendige Analogschaltung hinter. Damit das alles zusammenspielt, muss das alles miteinander abgeglichen werden. Und, und, und. Wer sie schon mal versucht hat, so einen Empfänger selber zu bauen, merkt sehr schnell, dass hier wirklich Feinarbeit und viel, viel Arbeit hintersteckt. Okay. Unsere Hersteller haben das natürlich bis zum letzten Ende durchexerziert, haben hier entsprechende Erfahrung und können da ja auch sehr schnell dann solche Empfänger, vor allen Dingen, ich rede ja hier oft von, von Transievern, ich meine natürlich auch die Empfänger in den Transievern, können das natürlich sehr schnell bereitstellen. Aber es ist sehr viel Arbeit, sehr viel Erfahrung, die dahinter steht. Wie sieht denn das Ganze jetzt bei einem SDR aus? Es gibt zwei unterschiedlich arbeitende SDR-Prinzipien und wir fangen jetzt mal mit dem ersten an. Wir haben auch hier wieder unsere Antenne, ganz klar. Wir haben wieder einen Bandpass, wir wollen ja vorselektieren und wir gehen wieder in eine Vorverstärkerstufe hinein. Mischer. Und auch selektieren wir hier direkt in einem Filter. Cool. Eigentlich wie bisher auch. Aber anstatt, dass wir jetzt in die zweite Stufe des Doppelsupers gehen, wird jetzt hier ein AD-Wandler angeflanscht, der aus diesem Signal, was hier ankommt, und das ist noch recht breitbandig, äh, quasi Daten macht. Die dann in einer CPU oder einem FPGA verarbeitet werden. Das Problem bei der ganzen Geschichte ist natürlich, das kann nur vernünftig arbeiten, wenn auch ein entsprechender Code vorhanden ist. Dann geht das Ganze in einen DA-Wandler und wir bekommen unser Signal. Der Code legt hierbei fest, was gemacht wird. Da kann auch noch mal, da muss natürlich Nochmal gefiltert werden, damit wir auf eine ordentliche Bandbreite kommen. Und es muss hier dann natürlich demoduliert werden. Das alles macht die CPU bzw. der FPGA und dafür benötigt er einen entsprechenden Gut. Dann gibt es noch die sogenannten Direct Sampling SDR-Architektur. Das sieht ein bisschen Anders aus. Antenne, Bandpass, Preamp und dann kommt sofort der AD-Wandler. Das heißt, hier geschieht tatsächlich die komplette Selektivität über die Verarbeitung im Prozessor und über den Code. Dann natürlich das wieder in einen DA-Wandler. Und raus geht das dann als Audio an den Lautsprecher. Welche Vor- und Nachteile haben dann jetzt diese beiden Systeme? Durch den Mischer bekommen wir eine höhere Trennschärfe. Das macht natürlich auch das, was danach kommt, etwas unkomplizierter. Auch vom Code her und auch von den eingesetzten AD-Wandlern. Eine Firma, die das quasi auf die Spitze getrieben hat, ist ja eh so in, in ihren Geräten. Aber auch viele Chinesen setzen das ein. Eigentlich nicht viele, bisher eigentlich fast alle Chinesen. Es gibt nur wenige chinesische Transceiver, die auch in China entwickelt wurden die einen Direktmischer einsetzen. Quatsch, Direktmischer, einen Direktsampler einsetzen. Mit dem Direktsampler kann man natürlich eine wesentlich größere Bandbreite ver direkt verarbeiten und beobachten. Damit kann man einige schöne Dinge machen, aber man muss natürlich auch die komplette Selektivität hier digital machen. Zwar werden in solchen Vergleichstests wie in der Sherwood-Liste Geräte wie ICOM niedriger eingestuft als Direktsampler. Ich bezweifle aber, dass man das im normalen Betrieb überhaupt merkt. Das heißt, auch diese Geräte sind verdammt gut. Eigentlich alle Direktsampling-Geräte. Natürlich braucht man für einen Direkt-Sampler mehr Rechenleistung als für einen, der einen Mischer vorgelegt hat, weil größere Bandbreiten verarbeitet werden müssen. Aber ganz ehrlich Leute, wir leben in einer Zeit, in der sowas eigentlich kein Problem mehr darstellt. Wie gesagt, ein guter Vergleich sind hier die momentanen geräte von icom und Jaeso im bereich sdr die sich zwar im labor angeblich sehr voneinander abheben aber ganz ehrlich ich glaube im normalen betrieb wird man das kaum merken und ganz ehrlich es gibt eigentlich heutzutage meines wissens nach nicht keine wirklichen scheißgeräte mehr auf dem markt das war früher noch ganz anders und da haben sich sogar Hersteller wie iCom und Kenwood ganz schöne Gurken geleistet. Die Vorteile einem SDR liegen aber ganz klar auf der Hand. Wir haben einen wesentlich geringeren Bauteilaufwand. Ja, also es werden wesentlich weniger Bauteile darin verarbeitet, weil viele Analogkreise wegfallen und diese komplett durch Software ersetzt werden. Auch der Abgleich der Geräte natürlich in der Fertigung ist wesentlich geringer. Okay, bei modernen Transceivern wurde, wurde das ja auch schon mit quasi ähm, digitalen Techniken gemacht. Eigentlich gibt es schon seit weit über 20 Jahren kein Gerät mehr ohne einen Mikroprozessor. Aber selbst diese Abgleich, digitalen Abgleichaufgaben fallen in der Fertigung nicht, nicht mehr an. Ein Riesenvorteil ist, dass die SDR-Geräte durch Updates verbessert werden können. Unter diesen Voraussetzungen muss man sich natürlich schon fragen, sind die SDR-Geräte zu teuer, gerade die der renommierten japanischen oder auch amerikanischen Hersteller? Der Bauteilaufgaben ist natürlich geringer. Dadurch ergeben sich geringere Produktionskosten und auch die Software, die ja hier entwickelt wird, ist im Endeffekt keine Raketentechnik. Ich war in einem Kurs für digitale Signalverarbeitung beim DRAC und der dortige Referent hat ganz klar gesagt, dass im kommerziellen Bereich SDR-Technik schon seit über 15 Jahren ein alter Hut ist und sie konsequent eingesetzt wird. Das heißt, die ganzen Funktionen und Algorithmen, die man braucht, sind alle hinlänglich bekannt. Man muss das alles nur in ein schönes Bild in den Transceiver oder in das SDR-System reinpacken. Ich habe auch das Gefühl, dass SDR von den Herstellern nicht wirklich verstanden wird. Denn viele der Updates, die man bekommt, zielen eher auf eine bessere Bedienbarkeit der Geräte hin oder auch auf ein, ich sage mal, ein Feature, das eher in den Bereich von Internet und digital geht, als wirklich eine Verbesserung der Empfangsqualitäten oder auch, das, das lasse ich ja hier momentan außen vor, des Senders. Im Großen und Ganzen... Habe ich auch noch nicht gesehen, dass bei bestehenden Geräten irgendwelche absolut neuen Features eingeführt werden. Zum Beispiel mal ein digitales äh, DV-System für die Kurzwelle. Ja, da gab es mal, aber nicht bei den aktuellen sdr transceivern Da gab es mal, glaube ich, ein Gerät von ICOM. Aber das war noch zu Analogzeiten. In der Richtung hat ICOM aber nichts mehr gemacht. Eine andere Sache ist, dass man leider auf die heutigen Geräte aus meiner Sicht zu wenig Zugriff hat. Das heißt, man hat nur bedingt Möglichkeit, an Rohdaten heranzukommen und diese vielleicht extern mit entsprechenden Programmen weiterverarbeiten zu können. Das war im Grunde genommen bei den ersten Vorstellungen, zum Beispiel damals des 7300 von ICOM, vorgesehen. Wird wohl jetzt auch gemacht per USB-Soundkarte, halte ich aber für ein bisschen mit der Faust in den Rücken durch die Brust ins Auge. Denn das sind nicht die wirklichen Rohdaten, die im Gerät am AD-Wandler äh, am, am AD anliegen. Aber die würden wir sowieso über eine USB-Schnittstelle nicht rausbekommen. Ich habe da einen ganz harten Spruch, den ich den Leuten leider immer wieder vor den Latz knalle und sage liebe Leute, ein SDR Gerät ohne Netzwerkanschluss ist eigentlich kaputt. Aber das ist vielleicht auch Jammern auf hohem Niveau. Die große Frage ist jetzt SDR Gerät. Ein SDR Gerät ist für mich ein autark funktionierendes Funkgerät. Das heißt, anschließen, Mikrofon dran, Antenne, man kann damit funken. Und oder SDR System. Das heißt, eine Blackbox, die dann per Netzwerk angesteuert wird und man, hier braucht man dann grundsätzlich ein Programm, um Einstellungen zu machen, Modulation in das System reinzubekommen und und und. Ich muss ganz ehrlich sagen, diese beiden Gerätesysteme werden meiner Meinung, führen meiner Meinung nach auch, auch zu einer, ich sage mal, Zweiklassengesellschaft. Denn obwohl die SDR-Geräte durch einen geringeren Bauteilaufwand und durch, auch durch geringere Entwicklungskosten eigentlich wesentlich günstiger sein könnten, wird hier an den Geräten in meinen Augen an allen Ecken und Enden gespart. Ich halte es eigentlich für, für unverschämt, Geräte, die weit über 1000 Euro kosten, nur mit einer einzigen Antennenbuchse auszurüsten. Ähm, Leute, wer macht die ganze Kurzfälle mit einer Antenne? Ja, ich weiß, da gibt es Konzepte, aber viele, viele, viele wollen doch hier das Maximum herausholen und arbeiten doch wenigstens, also wirklich wenigstens, mit einem System für die Low und mit einem anderen System für die High Bands. Des Weiteren werden die SDR-Geräte... Weder mit Buchsen für Empfangsantennen. Ich weiß, das wird es wohl bei teureren Geräten geben, aber ich gehe hier von den Standardgeräten und den preiswerteren Geräten aus mit, mit Empfangsantennenbuchsen ausgestattet, noch mit Schnittstellen für äh, die äh, Transverter oder sogar, das wäre ja ganz verwegen, mit Schnittstellen für... Äh, für, die, für Zusatzgeräte. Selbst die sind nicht da. Hiermit könnte man sich ja Antennenumschaltungen bauen und und und, aber selbst diese Schnittstellen fehlen zum Teil oder sind nur im Analogbereich vorhanden, wie zum Beispiel, dass sie Bandspannung liefern. Finde ich recht, recht. Die SDR-Systeme werden da komischerweise vollkommen anders aufgebaut. Hier gehören zwei, drei oder vier Antennenbuchsen eigentlich zum Standard? Transverter Ein- und Ausgänge werden eigentlich auch geliefert. Und zum Beispiel, mein Sun SDR hat eine Accessory-Buchse mit acht bei steuerbaren IO-Pins. Also, ich weiß nicht, wenn ich böse wäre, könnte ich hier was unterstellen. Dass man die Leute, den Käuferkreis der, der SDR-Geräte als nicht so versiert, ich drücke es vorsichtig aus, einstuft. Die Hersteller sollten da vielleicht mal ein bisschen was nachlegen. Gut, ich hoffe, ich habe ein bisschen für Verständnis gesorgt, wie so ein SDR funktioniert. Ich hoffe, ich habe auch ein bisschen Verständnis dafür gesorgt, dass ihr vielleicht mal überlegt, was sie also an manchen Hersteller zahlt und was er dafür wirklich bekommt. SDR-Systeme und nicht nur SDR-Systeme, auch SDR-Transceiver sind eigentlich jetzt Geräte, die sich von normalen analog eigentlich daher unterscheiden, dass sie weiterhin beim Anwender entwickelt werden können und auch müssten. Was da allerdings momentan an Updates kommt, ist eigentlich bescheiden. Die Sache ist die, dass hier die SDR-Systeme massiv die Nase haben, da hier eigentlich an der Software ständig weiterentwickelt wird. Bei meinem Sun zum Beispiel äh, führt eine neue Frontend-Software auch dazu, dass immer auch gleichzeitig ein Update der internen Software mitgeliefert wird. In diesem Sinne, liebe Leute, schönen Tag noch, viele Kursos, die 73. Natürlich in dieser kriegsgebeutelten Zeit. Peace. Und macht ab und zu mal Lötkolben an. Ciao.